Ich bin Jugendlicher und möchte ganz ehrlich sein. Die meiste Zeit bin ich beschäftigt. Du hast die Macht. Schule, Freunde, Beziehungen, Filme gucken, Hausaufgaben nicht machen, meinen Style ändern, meine Frisur ändern, essen, schlafen und nochmal schlafen. Und wenn ich das alles gerade nicht mache, dann bin ich damit beschäftigt, das zu planen. Und als wäre das alles nicht genug, kommen dann noch aus allen Ecken die gemeinnützigen Organisationen. Werde aktiv, zeige politisches Engagement, du hast die Macht. Was soll ich denn bitte noch tun? Und überhaupt, Hochwasser in Deutschland werde ich damit bestimmt nicht stoppen können. Naja, andererseits, es weiß doch jeder, dass die Schule irgendwie verbesserungswürdig ist. Und ich würde auch gern weniger für Kinokarten bezahlen als 25 Euro. Und wenn wir schon dabei sind, eine vernünftige Altersbeschränkung für Killerspiele wäre auch gar nicht schlecht. Okay, hätten wir das in einem Monolog geklärt. Welt verändern ist also doch gar nicht so schlecht. Und ich habe da auch schon so ein paar Ideen und Vorstellungen, die hat ja jeder. Aber wenn ich die keinem erzähle, hört mir auch keiner zu. Ich habe auch ein ganz anderes Problem. Sport ist cool. Und wenn ich Sport machen will, gehe ich in einen Sportverein. Politisches Engagement oder, nennen wir es jetzt einfach mal, die Welt verändern, ist auch cool. Aber wo soll ich bitte damit anfangen? Zugegeben, ein paar Vereine kenne ich da schon. Den Bundestag zum Beispiel oder den Bundesrat. Oder hier, die Bremische Bürgerschaft. Aber da kann ich ja nicht einfach reinmarschieren und den Bildungsetat aufstocken, wenn ich allein an die ganzen Aufnahmeprüfungen denke. Naja, und mit dem bisschen Rückgrat, das ich noch besitze, passe ich da wahrscheinlich sowieso nicht rein. Und die anderen Vereine, die ich kenne, die bemalen alle Häuserwände oder werfen Steine. Ich würde schon gern mit einer anderen Art von erschlagenen Argumenten arbeiten. Irgendwas, wo ich nicht verklagt werde. Wo kann ich mich also als Jugendlicher politisch engagieren und vor allem, wo ist das ein bisschen einfacher, entspannter und actionreicher als hier in so einem Parlament? Das sind keine rhetorischen Fragen. Ich stelle mir diese Fragen wirklich wahrscheinlich genau wie ihr. Denn was politisches Engagement angeht, muss ich zugeben, ich bin ein unbeschriebenes Blatt. Genauso wie der Wahlzettel eines Nichtwählers, das Parteiprogramm der Alternative für Deutschland oder die Bäume, an denen für Stuttgart 21 gefällten Blätter. In den nächsten Monaten möchte ich mich deswegen mal aufmachen und herausfinden, wie ich hier aus dem Bremer Norden sowohl den Münchner Süden als auch den Berliner Osten verändern kann. Doch bevor ich das mache, muss ich erstmal herausfinden, was es da alles so gibt. Und an dieser Stelle wollte ich eigentlich bei der Landeszentrale für politische Bildung in Bremen vorbeigucken. Wie ihr seht, bin ich da gerade nicht. Wir haben nämlich nicht mehr rechtzeitig einen Termin für ein Interview gefunden. Deswegen musste ich ausweichen auf einen alternativen Interviewpartner, Siri. Hallo Siri, schön, dass du Zeit für mich gefunden hast. Kein Problem. Siri, zuerst mal, wie würdest du denn die Welt verändern wollen? Ich bin gegen die Ausbeutung chinesischer Arbeiter für die Smartphone-Produktion. Das ist ja alles ganz interessant, aber jetzt zur Sache. Wie kann ich mich in Bremen und umzu politisch engagieren? Ich verstehe dich nicht. Soll ich im Internet nachschauen? Gerne. Jugendorganisationen von Parteien, Schülervertretungen, Diskussionsrunden. Sogar Greenpeace gibt's hier in Bremen. Da ist bestimmt was für mich dabei. Danke, Siri. Ist doch kein Problem für mich. Tschüss. Tschüss. Ein paar gute Tipps waren ja schon mal dabei. Aber vielleicht haben Siri und Google da ja etwas übersehen. Es gibt so viele unentdeckte Politikvereine. Vielleicht kennt ihr einen. Wo soll ich unbedingt mal vorbeigucken? Was würde euch interessieren? Wo seid ihr politisch aktiv? Gebt mir eure Tipps. Und überhaupt, wie seid ihr politisch aktiv? Schon mal eine Petition unterzeichnet oder auf einer Demo gewesen? Schon mal geschottert oder euch an Gleise gekettet? Oder kennt ihr jemanden, der das schon mal gemacht hat? All das bitte in die Kommentare. Ich mache mich jetzt schon mal auf den Weg zu Station 1. Hoffentlich kriege ich da ein Interview organisiert. Ihr findet allein aus Bremen raus, da geht's zum Bahnhof. Ciao. Yeah.